Willi, wir sind mit aktuell nur 6 Gegentoren die beste Defensive der Bundesliga. Macht dich das stolz? Ja, gerade als Abwehrspieler ist es schon so, dass du da einen großen Fokus drauf legst. Dennoch muss man sagen, dass es auch ein Anteil von der ganzen Mannschaft ist. Und ja, ich glaube, es ist eine Basis auf eine erfolgreiche Saison und da sollten wir weitermachen. Jetzt haben wir drei wichtige Spiele vor der Brust: Istanbul, dann die Bayern, dann ManU. Mit was für einem Gefühl gehst du in diese Woche? Ja, das wären, glaube ich, spannende Spiele, auch entscheidende Spiele. Gerade in der Champions League wissen wir, um was es geht. Aber ich glaube, wir sollen die 3 Spiele Stück für Stück nehmen, jedes Spiel für sich. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf Mittwoch, auf Istanbul. Es wird schwierig genug. Wir haben es im Hinspiel gesehen, dass es eine Mannschaft ist mit Qualität. Aber ich glaube, wenn wir an unser Limit kommen, Leistungslimit, dann werden wir dort gewinnen. Du sprichst es an, eine Mannschaft, die es uns gar nicht so einfach macht. Auch im Hinspiel war es dann am Ende ein knappes Ergebnis. Was erwartest du für ein Spiel, gerade weil die ja eigentlich gewinnen müssen? Ja, ein intensives Spiel, ein offenes Spiel, einen mutigen Gegner. Aber dennoch, wie ich gesagt habe, wir tun gut daran, uns auf uns zu fokussieren, unsere Leistung zu bringen, unsere Prinzipien, unseren Matchplan zu erfüllen und dann nehmen wir 3 Punkte mit. Noch abschließend die Stimmung in der Mannschaft. Ist eine gewisse Angespanntheit zu spüren aufgrund der Wichtigkeit der Spiele? Ja, die ist immer da, aber auch eine gewisse Lockerheit, die auch wichtig ist. Und die Balance macht es, glaube ich, auch in dem Hinblick. Und ja, insgesamt kann man schon spüren, dass es eine Vorfreude ist. Jetzt werden nochmal schöne Highlight-Spiele in der Champions League. Ist sowieso immer ein spezielles Gefühl da. Und ich bin optimistisch, dass wir das auch erfolgreich bestreiten. Ich danke dir, Willi, und viel Erfolg.